Jahre alt, bin schon seit 27 Jahren im Geschäft, im Geistergeschäft, und es gibt eigentlich gar nicht mehr, was mich erschrecken kann. Sternzeichen, jo, bin ich Bulle, jo, weil ich ein bisschen kräftiger bin und alles, und jo, heute werden wir mal schauen, was wir so finden. Ich habe alles mögliche schon gesehen, ein Spinnengeist, ein Flaschengeist, ein Poltergeist, selbst ein Hausgeist haben wir schon gesehen gehabt, und jo. Wir nehmen uns heute mit auf eine Expedition und wir sehen uns dann, wenn es losgeht. Bis dahin. Ciao. Leute, hier sind wir nun bei dem besagten Haus, wo wir hineingehen werden und auf der Suche nach einem Gespenst. Mal sehen, ob wir fündig werden und dort irgendwas in dem Haus sehen. Das werden wir uns mal überraschen lassen. Wir sehen uns drinnen. Bis gleich. Tschüss. Mahlzeit, Leute. Wie versprochen. Haben wir euch heute mitgenommen mit unserem Super Geistometer, das momentan im grünen Bereich und gelben Bereich schwenken tut. Mal schauen wir mal an, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ah, man sieht, geht hier ein Treppenhaus. Das schauen wir uns später an. Na? Ja, sag mal, hast du dir eigentlich die Geschichte durchgelesen hier in dem Haus, was passiert ist? Ja, hier ist ein Mädchen verschwunden. Sie war 17 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren, aus dem Nudistencamp. Aus dem Nudistencamp, ne? Da bin ich mal gespannt, ob wir die endlich mal finden. Vielleicht ist es auch genau die richtige Frau für dich. Ja, das wäre echt schön. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche. Oh, ich muss sowieso mal kackern. Und dann bin ich mal ganz kurz verschwunden. Ja, man sieht, wurde schon vorgearbeitet. Bis gleich, ich mach mal kurz meinen Stuhlgang. Definitiv schon mal eine Beschwerde an den Maler. Die Qualität von der Tapete ist echt universell.
hast du das ge... Mich hat irgendwas geschubst. Sieht denn hier aus in dem Raum eigentlich? Barometer steht bei, naja, noch nicht hoch genug. Komm, lass uns duschen. So, Kinders, wir haben jetzt schon ein ganzes Stück hier erkundet. Wie ihr seht, gibt es hier ganz schön viele Schränke. Da ist der Truzifix. Der Truzifix hat jetzt mal das Gerät übernommen. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, wir scheinen uns vom Geist entweder zu entfernen oder er ist weggegangen. Tja, da müssen wir wohl weitersuchen. Das sieht sicher aus. Hier gehen wir lang. Ja, seht ihr noch ein bisschen grün? Ich könnte echt einen neuen Kleiderschrank gebrauchen für meine Sachen und alles. Ja. Weil das schon alt. Ja, der sieht noch gut aus. Guck dir das an. Das ist noch gute alte Wertarbeit. Ja, die sind auch sehr elastisch. Die kann man gut dehnen. Ja, ist gutes Zeug. Ah. Ui, hast die Brille nie richtig aufgehabt? Nein. Schade. Ja, oh, da weißt du, was heute Abend wieder das ist. Nichts Besseres als Mundarbeit. Ja, ja, deine Mundarbeit ist ja weltbekannt. Tja, drehen wir um, hier scheint nichts los zu sein. Schade eigentlich, hier hat es mir gefallen. So Leute, jetzt sind wir hier im zweiten Stockwerk und werden mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Oh, hier sieht man ja richtig gut abstrakte Kunst und ja, mal sehen, ob wir uns hier oben noch irgendwas anderes finden. Schauen wir mal hier. Oh, toller Schrank. Nichts drinne. Ja. Oh. Ah, der Schrank. Ja, ja, der hat es ja schon erwähnt. Der ist toll, nicht? Und sagt das Gerät was? So mittelmäßig. Mittelmäßig, naja, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich was sein. Naja, der Kollege guckt wieder aus dem Fenster, macht wieder den ganzen Tag nichts. Guck mal hier, Scheiße. Ah, nee, doch keine. Doch, Mensch. Wir müssen natürlich den Ort die Drogen nicht verlassen. Ja, sonst regen sich die Geister auf. Das könnte ja auch nicht passieren, dass die Geister uns da verfluchen. Das wollen wir natürlich nicht. Wollen wir so hier?
Schau, schau, guck, da hinten. Ja, der ist echt super. Oh mein Gott, was war das? Oh ja, naja, hier die hässlichen Lampen, da ist bestimmt was abgefallen. Der Barometer schlägt stark aus. Wir haben Geisterhände. Oh, oh, das ist toll, endlich unsere Geister. Oh, was war das? Schon wieder? Ich höre doch gar nicht mehr auf. Das kann man da hinten. Da hinten? Dort? Schnell, schnell, bevor er weg ist. Jo! Ja, hey. Das sind hier wieder. Oh, wir sind ganz nah. Wenn man hier so rausguckt, wie ihr seht, sind wir nun oben angekommen? Man sieht natürlich nicht, ist ja klar. Wir haben euch ein bisschen was Zeit gelassen. Alles war in der anderen Räume, ist nichts Besonderes passiert. Keller war zugemauert. Aber hier oben ist das mit dem Barometer sehr, sehr stark. Wir kommen dem Objekt langsam näher. Wir schauen mal. Oh, zeigen wir euch, wie man eine Maske macht, um Geister zu riechen. Wa? Draufhauen, tief die Tür an, reinlegen, runterhauen, reinlegen, zumachen. Wir warten, 2 Stunden später, Kühlschrank wieder aufmachen und alle, ja? Eine Maske. Damit kann man Geister riechen. Hier, Mund, Nase, durch den Atem, Geruch. So, das ist der Raum, da hat der Barometer total verrückt gespielt und wir gucken mal, ob wir hier irgendwo was finden. Oh mein Gott, da steht da wirklich irgendwas, lass wegrennen hier, schnell! Also, wir haben jetzt versucht, den Geist zu jagen und wir haben ihn aber leider nicht mehr gefunden, der ist uns entkommen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal und ciao!